Motorsee kann ich nicht. Shawnee schien nicht in Lilimus. Okay, Shawnee interessiert sich dafür nicht. Interessiert er sich für mein Ritterschwert? Nein. Muskete. Shawnee schien Lilimus. Okay. Was hat das mit den Termiten auf sich? Also ich bin sicher, dass irgendwas... dass da irgendwas noch ist. Aber was soll ich auch mit dieser Leinwand machen? Lilly liebte diese eigenwillige Stimme. Nie im Leben. Ja, okay. Ich gehe hier nochmal so ein bisschen gucken. Also im Keller, glaube ich, gibt es nichts. Sie schaukelt hier immer noch. Ach so, vielleicht kann ich ja die... diese wunderschöne Widmung. Vielleicht kann ich die mit der Kettensäge beseitigen. Geschafft. Jetzt fehlte nur noch ein Beweis, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Dafür liebte Lilly den Garten. Täglich gab es neue Tierlaute zu hören. Oh mein Gott. Holzklotz. Geschafft. Jetzt fehlte nur noch ein Beweis, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Oh Gott, ey, dieses Spiel ist echt so... das ist so krank eigentlich. Das Wollknoll hier. So makaber eigentlich. Wie viele hier auch sterben. Obwohl, ne, Lilly macht hier nur so ihr Ding. Und, ja, erledigt ihre Aufgaben und geht hier ganz naiv durchs Leben und, ach Gott. Hallo, kann ich euch helfen? Lilly wollte die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald würden sie sich anfangen zu hassen. Und vor lauter Kummer würden Scheißhaare anfangen auszufallen. Ach ja, die Liebe. Oh mein Gott, ey, dieses Spiel, das ist echt... oh, es ist so bescheuert eigentlich. Der Gargoyle war außer Reich wieder. Ich muss die Knallfrösche darunter holen. Und ich bin sicher, wenn ich die Knallfrösche darunter hole, dann stirbt einer von den beiden. Lilly wollte die beiden, sie sollten bald sie und... so, ja. So konnte Lilly die Knallfrösche garantiert nicht von der Statue holen. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz. Lilly hatte keine Ahnung, wie man raucht. Aber sie wollte es auch noch nicht aufgeben. Morgen. Vielleicht. Lilly freute sich immer ab. Ja. Hurra! Lilly hatte Ednas Knallfrösche gefunden. Wie waren die? So konnte Lilly wie... wie kann ich die Knallfrösche darunter holen? Oh, oh, da ist was Neues. Eine Wartungs... oh, hallo. Ich bin jetzt da oben. Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfröschen noch bis zum Seil. Dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen, er tat aber typisch. Ja. Kann ich den Gargoyle abschießen? Es fehlte nicht viel, um den Gargoyle vollends aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber nicht einmal das trug Lilly bei sich. Ich gehe mal weg. Bringt auch nichts.
Doch. Die Turmuhr klang heute dumpfer als sonst. War es wirklich schon so spät? Oh mein Gott, dieses Spiel. Hallo. So. Geschafft. Lilly hatte Ednas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Lilly, Gott sei Dank, ich habe ein neues, viel größeres Problem. Ich kann mein Tagebuch nirgendwo finden. Und da steht doch alles über meine Fluchtpläne drin. Ich habe sogar eine Karte angefertigt, auf der ich mein Versteck markiert habe. Also vergiss die Sache mit den Beweisen. Nein, vergiss sie einfach. Na toll. Die waren eh nicht weiter wichtig. Das Tagebuch hat jetzt höchste Priorität. Bitte hilf mir suchen. Wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Lilly wusste natürlich sofort, was zu tun war. Sie wusste sofort, was zu tun war. Oh Mann. Es muss in der Nähe sein, das kann ja alles bedeuten. Meine Güte, ich habe so viele jetzt auf dem Gewissen, ey, hallo. Na, war das jetzt so schwer? Da lag es doch schon, das Tagebuch. Oder hing vielmehr. Die verräterischen Aufzeichnungen baumelten an der Kralle einer dumm daherglotzenden Taube. In dem Augenblick, als Lilly das Tagebuch schnappen wollte, erhob sich die Taube in die Lüfte und flog mitsamt Tagebuch zum Klosterdach, wo sie im Gebälk über dem Büro der Oberin verschwand. Da half auch kein dümmliches Gucken. Ein weiteres Mal führte Lillys Weg nun in die Höhle des Löwen. Okay. Ich guck mal, ob ich meine Knallfrösche abgeben kann. Ob ich langsam mal das Rezept für die Katze wieder kriegen kann. Bitte. Shawnee, ich hab hier was. Shawnee schien nicht. Lilly musste wohl einen anderen Weg. Kann ich die Knallfrösche hier... Lilly traute sich noch nicht so recht, die Zigaretten mit bloßen Händen anzufassen. Schade. Sie hatte Angst, Krebs zu bekommen, wie Opa. Oh Gott. Was kann ich ihm geben? Was will er haben? Wer kommt denn da und will, wenn das nicht die... Hau ab, oder? Ach, ich glaube, ich hab... Tough. Also, wenn du mich beeindrucken willst, dann musst du schon mehr auf dem Kasten haben. Du traust dich ja noch nicht einmal auf Spatzen zu schießen. Oh. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Ach so, das sind... Sind das jetzt hier die Spatzen, auf die ich schießen soll? Ich mach's echt... Mach's ungern. Bitte, liebe Spatzen, fliegt schnell weg. Lilly hatte zwar die Spatzen verfehlt, nicht aber ihre Wirkung auf Shawnee. Er schien tatsächlich ein wenig beeindruckt zu sein. Lilly erinnerte sich noch gut an die Klosterschulordnung. Man durfte Knallfrösche nur dann benutzen, wenn es einen triftigen Grund dafür gab. Irgendwie so. Möchtest du ein paar Zigaretten, um dich zu beruhigen? Lilly hatte gehört, dass Zigaretten beruhigend wirken sollten. Oh Gott. Aua, das hatte Lilly fein hinbekommen. Shawnee schien es schon viel besser zu gehen. Man erkannte es genau an der Art, wie sich seine Pupillen langsam nach innen drehten. Shawnee war nicht mehr ansprechbar. Die Zigaretten hatten ihn gleich... Adlerleiche. Was für ein schönes Tier. So ja. Stolz. So ein glänzendes Gefieder. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Ach, das Rezept habe ich schon wieder.
Die Adlerleiche. Mietz. Es ist einfach so makaber, ey. Okay, was habe ich jetzt? Ich habe jetzt das Rezept für die Katze. Also kann ich jetzt Katzenfutter hier bestellen, bitte? Ach, du hast das Rezept? Aha. Na dann, zeig mal her. Na, das sieht doch brauchbar aus. Entenbraten für Lumpi. Eine gute Wahl. Alles, was mir fehlt, ist eine Konservenbüchse für das Essen der Oberin aus dem Keller. Aber ich kann ohnehin noch nicht mit der Zubereitung anfangen. Solange der Ofen nicht läuft, kann die Oberin noch lange auf das Futter warten. Ha! Ich möchte nicht in deiner Haut stecken, wenn du ihr die Nachricht überbringst. Okay, der Ofen läuft noch nicht. Und ich brauche eine Konserve. Das mussten die Konservendosen sein, von denen Doris gesprochen hatte. Lilly wählte Taubengeschmack. Mhm. Aber der Ofen kann doch jetzt auch gar nicht mehr brennen, oder? Also. Da waren schon wieder diese Stuhl. Wie kriege ich denn den Ofen zum Brennen? Der Ofen war schwarz. Die Zigarette allein würde den Ofen wohl nicht wieder zum Laufen bringen. Tja. Der Holzklotz? Aus Erfahrung wusste Lilly, dass es keine gute Idee war, besonders wenn es nicht die... Okay, kann ich den Holzklotz da reinlegen? Lilly hatte das Holzstück in den Ofen gestellt. Nun brauchte sie es nur noch an. Ja, dann nehme ich mal die brennende Zigarette und zünde es an. Süß. Da waren schon... Okay, keine Knallfrösche. Okay, der Ofen brennt, auch wenn das gar nichts mehr bringt. So, liebe Doris, ich habe hier eine Konserve. Ah, du hast die Konservendose gefunden. Aha. Sehr gut. Das heißt wohl, ich kann mit der Zubereitung des Essens anfangen. Den Braten für die Katze stelle ich sofort in den Speiseaufzug. Damit ist er allerdings voll. Das Essen für die Oberin kommt erst, sobald du den leeren Teller wieder in den Aufzug gestellt hast. Hast du das verstanden? Aha. Tja, hoffen wir es einfach mal. Okay. So, Moment, ich schaue nochmal, was ich alles jetzt hier habe. Ja. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal zur Oberin. Ach da, Lumpi frisst auch schon. Ach, da ist ja das verlorene Kind. Ich hatte schon fast Hoffnungen, du wärst unterwegs von einem wilden Tier gefressen worden. Aber wenigstens hast du endlich das Essen besorgt. Ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Füttere Lumpi in meiner Abwesenheit. Und wehe, du verlässt das Büro, bevor die Arbeit erledigt ist. Die ist so fies, ey. Wirklich. Braten. Die Katze kriegt hier so einen fetten Braten, ey. Ach, Lumpi, du bist so süß. Du armes Tier. So eine Enttäuschung. Lumpi hatte offenbar gar keinen Hunger auf den Braten. Wie sollte Lilly nun jemals ihre Aufgabe vollenden? Hm. Oh Mann, ey. Kann die Pflanze das vielleicht essen? Ja. So. Jetzt kommt das Essen der Oberin. Katzenfutter mit Taubengeschmack. In der Kantine gab es nie so etwas Gutes. Das ist jetzt die Oberin, oder?
Das Katzenfutter mit Taubengeschmack hatte Lumpi offenbar gefallen. Und es sah ganz danach aus, als hätte er bereits eine Idee, wo er den Nachschlag herbekommen konnte. Leider war die Wand zu glatt für seine Krallen. Ah, wartet mal, ich habe eine Idee. Ich habe ja doch diese Raufaserleinwand. Kann ich die hier an diesen Haken hängen? Tatsächlich. Cool. Oh nein. Na, ach, die da Taube. Hatte es aber jemand eilig. Ach, das hatte Lumpi gerochen. Auf einem der Balken saß die Taube, die Ednas Tagebuch geklaut hatte. Ja, nu? In diesem Moment fühlte sich Lilly noch kleiner als sonst. Ach, das hat auf einem der Balken... Was kann ich jetzt tun? Lilly sah eine gewisse Chance, den Ballon zur Taube aufsteigen zu lassen. Sie bezweifelte allerdings, dass die Taube sich davon beeindrucken ließ. Aber Lumpi... Lilly sah eine... Aber wozu? Okay. Ach, okay. Ich habe jetzt die Knallfrösche an den Ballon gehängt. Der Plan war heikel, aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Nanu, wie ich sehe, hat Lumpi endlich sein Essen bekommen. Das ist überraschend. Vielleicht ist bei dir ja doch nicht alle Hoffnung verloren. Und jetzt raus mit dir. Vielleicht war ich zu streng zu dem Mädchen und seinen Mitschülern. Es sind ja nur Kinder. War ich zu voreilig, Herr? Sollte ich Dr. Marcel wieder absagen, bevor er seine neue Methode an den Kindern ausprobiert? Gib mir doch bitte ein Zeichen. Was ist das? Edna. Oh mein Gott, das Tagebuch und der Ballon. Eine Friedenstaube? Ist das dein Zeichen? Soll ich die Kinder doch verschonen? Oh Herr, ich danke dir. Ich... Was? Das... Diese verfluchten... Kinder! Jetzt ist das Maß aber endgültig voll! Lilly! Als Lilly die Schlafkojen betrat, war Edna verschwunden. Nur ein schlecht gezeichneter Brief lag auf dem Bett. Mach's gut, Lillifried. Ich muss los. Die Luft hier ist mir zu dick geworden. Ich warte noch einen Augenblick am Schaukelbaum auf dich. Wenn du dich beeilst, erwischst du mich vielleicht noch. Ansonsten findest du eine Karte mit meinem Versteck im Tagebuch. Du hast es ja bestimmt längst gefunden, richtig? Bleib schmutzig. Deine Edna. Die Nachricht machte Lilly nervös. Sie musste Edna unbedingt einholen. Psst, Lilly, schnell, hier entlang. Der Doktor und die Oberin sind euch bereits auf den Fersen. Hm? Lilly schaute sich staunend um. Was war das für ein merkwürdiger Ort? Du fragst dich sicher, was das hier für ein merkwürdiger Ort ist, oder? Aber jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Komm, schnell. Okay. Nicht trödeln. Na los. Stopp. Das sind Dr. Marcel und die Oberin. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Sie ist nicht in ihrer Schlafkoje, aber weit kann sie nicht sein. Es wundert mich doch sehr, dass Sie diese Aufsässigkeit in Ihrem Kloster dulden. Ich lasse sofort das ganze Gelände nach ihr absuchen. Tun Sie das. Das alles kommt mir doch erschreckend bekannt vor. Los jetzt, das ist unsere Chance. Oh.
Als Lily den Schaukelbaum erreicht hatte, war keine Spur von Edna zu sehen. Auch Garrett war verschwunden. Dafür lagen die Überreste von Ednas Tagebuch im Gras. Das Tagebuch war bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Einzig die Karte zu Ednas Versteck ließ sich noch entziffern. Eine Höhle am Moorsee also. Lily versuchte sich gerade den Weg zu merken, als... Psst, Lily, versteck dich! Dr. Marcel und die Oberin kommen. Oh nein, zu spät! Da ist sie! Oh Gott. Du dachtest wohl, du könntest dich meiner Untersuchung entziehen, hä? Oder gibt es einen Grund, warum du dich den Anordnungen der Oberen widersetzt? Aha. Na los, raus mit der Sprache. Amüsiere uns. Es ist alles Ednas Schuld. Gerrit hat es mir befohlen. Dr. Marcel ist böse. Bären für die Oberen. Nazi-Vampire im Hintergarten. Dr. Marcel ist böse. Das dauert mir zu lange. War das wirklich nötig? Nicht unbedingt. Aber es war eine kleine Genugtuung für einen alten Mann, Alter, der sich einmal zu oft mit aufsässigen Kindern herumplagen musste. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Woogie, Woogie. Woogie, Woogie. Woogie. Oogie. Pah! Woogie! In der Tat! Und? Hat es funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Lily, du kannst mir doch sicher verraten, wer für das ganze Chaos in der Anstalt verantwortlich ist. Oogie. Das Chaos, Lily. Wer ist dafür verantwortlich? Nun rede schon, du nutzloses Kick. Bewahren Sie Ruhe, Frau Oberin. Sie wird antworten. Sie wird antworten. Kennst du die Antwort, Lily? Wer ist verantwortlich? Mir kannst du es doch sagen, nicht wahr? Was ist los? Was hat sie gesagt? Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass Sie mir eine Frage beantworten. Kennen Sie ein Kind mit dem Namen Edna? Warum fragen Sie das? Ich glaube, ich habe soeben die Wurzel des ganzen Übels identifizieren können. Gut, dass ich Lily mit Hilfe meiner neuen Hypnosetherapie alle wichtigen Blockaden installiert habe. Hypnosetherapie? Hypnosuggestion, um genau zu sein. Mit Hilfe von Leuchtdioden, die ich in die Augen dieses Stoffhasens hier installiert habe, habe ich direkte Kontrolle auf die Freiheit ihres Willens. Sie wird sich ab nun ruhig verhalten. Aber probieren Sie es doch einfach selbst aus. Es ausprobieren? Aber ja, sie ist nun gefolgsam wie ein kleines Lamm. Nun, nur zu. Lily, serviere dem Doktor und mir einen Tee. Bravo. Ich hatte ohnehin gerade Durst. Was sagst du, Lily? Möchtest du uns einen Tee servieren? So, nun wissen wir auch, was der Titel Harveys neue Augen bedeutet. Aha. Die Harvey-Puppe.
Aber was tut sie denn da? Gehört das etwa auch zu ihrer Konditionierung? Keine Sorge. Sie steht unter Hypnose und kann keinen Unsinn mehr anstellen. Sicher? Ich habe hier noch ein paar Tollkirschen. Dieser Tee war bereits fertig gekocht. Es mochte Lilly langweilig erscheinen, aber die Oberin trank für gewöhnlich Tee. Okay, Psst, Lilly. Keine Angst, Lilly. Ich bin es. Gerrit, verhalte dich bitte unauffällig. Du wurdest von Dr. Marcel hypnotisiert und stehst komplett unter seiner Kontrolle. Aber mach dir keine Sorgen. Ich kann dir helfen. Dafür musst du allerdings in meinen Geheimraum kommen. Der Zugang befindet sich vor dem Büro der Oberin. In der dunklen Ecke neben dem Kamin. Vorher benötige ich aber noch deine Hilfe. Ich beobachte die Oberin und den Doktor schon seit langem. Und ich bin kurz davor, ihre üblen Machenschaften aufzudecken. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Geständnis. Hier, nimm dieses Tollkirschenextrakt. Es handelt sich um ein Wahrheitsserum. Schütte es der Oberin in den Tee. Sobald sie davon trinkt, wird sie all ihre Geheimnisse ausplaudern. Hast du das verstanden? Aha. Exzellent. Lilly, was treibst du denn da? Du sollst uns Tee kochen und nicht irgendwelche Gemälde betrachten. Na, seien Sie doch nicht so streng mit ihr. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Aber ich muss gestehen, dass ich ihre Galerie ebenfalls schon bewundert habe. Besonders interessiert mich diese Stickerei dort. Sie fällt ein wenig aus dem Rahmen, finden Sie nicht? Ach, die. Das ist nur eine alte Erinnerung. Kaum der Rede wert. Ich kann mich nicht einmal entsinnen, sie dort aufgehängt zu haben. Können Sie nicht? Interessant. Was soll das überhaupt darstellen? Ein achtbeiniges Einhorn? Es ist nur die Stickerei eines dummen, verantwortungslosen Kindes. Nichts weiter. Mhm. Ugi. Das Serum reichte. Diesmal wollte Lilly alles. Okay, aber die Teetasse. Zuerst muss diesmal. Meine Güte. Teekanne. Tee rein. So, und dann kommt das da rein. Der Wahrheitstee für die Oberin. Lilly! Du ungeschickter Nichtsnutz! Willst du mich unbedingt vor dem Doktor blamieren? Das ist merkwürdig. Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar war es wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze Kind ist ein einziges Missgeschick. Wenn ich könnte, dann würde ich es Aber, Frau Oberin, so beruhigen Sie sich doch. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Nicht wahr, Lilly? Aha. Na also, dann bring uns doch bitte einen neuen Tee, ja? Sei so gut. Lilly ließ sich nichts anmerken, aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Ach, da sind mehrere Tassen. Ach so. Ich packe jetzt die Tollkirschen alle in den Tee. Lilly vermutete, dass die Tollkirschen denselben Effekt erzielen würden wie Garretts Elixier. Zumindest einen ähnlichen. Jetzt mussten sie nur noch gekocht werden. Ach so, gekocht. Da muss ich wahrscheinlich raus. Weil am Anfang hatten sie ja gesagt, dass die Oberin immer ihre Teekanne hier hinhängt. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Wollte nur sicher gehen. Lilly hängte den Kessel vorsichtig an den Haken und achtete dabei pingelig darauf, nicht das Feuer zu berühren. Lillys Spezialtee war fertig. Sie nannte ihn Pure Wahrheit, eine Räubusch-Tollkirschenmischung. Oh Mann, ey. Oh. Pure Wahrheit. Na endlich. Es wurde ja auch Zeit.
dummes Ki. Ist Ihnen nicht gut? Sie sind ja geradezu hysterisch. Es ist diese Stickerei. Sie erinnert mich an meine Zeit. Ich war so ein dummes Wollte unbedingt ein Einhorn als Haustier. Ein Einhorn. Ist das zu fassen? Aber geschenkt haben sie mir. Eine Tarantel. Dann haben Sie diese Stickerei erstellt. Zotti starb während meines Versuchs, ihr mit einer Nadelpistole ein Horn in die Stirn zu tackern. Ich war ein so dummes Ich hasse Kinder. Verstehe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Dies war Lillys Chance. Oh Mann, endlich sagt sie mal die Wahrheit. Lilly hatte bereits Okay. Da ist eine Fackel. Die würde ich gerne nehmen und sie anzünden. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Irgendetwas Seltsames geschah hier. Okay, und du? Was sagst du? Auf die Karte würde sie später schauen. Sie rechnete nicht damit, dass diese Entscheidung unangenehme Konsequenzen haben würde. Ja, aber... Eine brennende Fackel hätte... Leider war die Fackel aus. Lilly war trotzdem stolz, Sophie. Na, was soll ich jetzt tun? Warum sollte Lilly nach Geheimtüren suchen? Immerhin kannte sie bereits zwei andere Wege in Garretts Geheimraum. Warum müssen wir hier gleich nochmal rumstehen? Wir sollen verhindern, dass das Kind versucht, vor der Therapie zu flüchten. Wenn möglich mit Gewalt. Hast du deine Taserpistole noch? Na klar. Nee, die braucht ihr gar nicht. Andererseits hatte Garrett bisher selten daneben gelegen. Lilly würde es auf seine Weise probieren. Okay, Also die Fackel kann ich hier nicht anzünden. Nein. Hallo Lilly, du das. Okay, also Harvey hält mich davon ab. Irgendetwas Seltsames geschah hier. Harvey hält mich davon ab, irgendwas Dummes zu tun, weil ich unter dieser blöden Hypnose stehe. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Der lustige Hase mit den leuchtenden Augen saß unbeteiligt auf dem Stuhl. Ob Lilly ein wenig mit ihm spielen durfte? Gut gemacht, Lilly. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Die Oberin ist offenbar vollkommen gaga. Ich hatte schon so etwas vermutet. Jetzt schnell, komm zu mir in den Geheimraum. Es gibt eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro, direkt neben dem Außenkamin. Ja. Ach, verdammt. Du kannst natürlich kein Licht machen, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant, aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt, die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden
die der Doktor dir auferlegt hat, müssten dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Hast du alles verstanden? Das musst du auch nicht. Noch nicht. Benutz einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert, und vernichte ihn.